Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Jurassic Park. Und diesmal bin ich alleine unterwegs. Die Miri, die kommt später dazu. Und dann zeigen wir euch, was sich alles am Park geändert hat. Es ist jetzt einige Zeit vergangen tatsächlich. Die letzten Videos, die waren alle vorproduziert, weil ich habe mit Miri sehr, sehr viel gespielt. Und jetzt sind wir wieder auf dem aktuellen Stand, haben einige Kommentare von euch gelesen und werden uns auch einige Sachen zu Herzen nehmen, die ihr geschrieben habt. Aber darauf gehen Miri und ich nachher noch zusammen ein. Als erstes möchte ich gleich mit euch zusammen das Jurassic Park Tor bauen. Ich habe das schon mal ein bisschen ausprobiert und so und habe schon ungefähr eine Vorstellung, wie ich das Ganze bauen werde. Aber das werden wir gleich machen. Und ihr seht schon da hinten, die Brachios sind riesig geworden und haben sogar Zuwachs bekommen. Warte, wie kann man das denn nochmal machen? So, da, das ist ein Baby und das ist auch schon ganz schön gewachsen, weil einfach auch andere Leute auf dem Server hier aktiv spielen und deswegen auch mal dann Zeit vergeht und die Dinosaurier wachsen, wenn wir zum Beispiel nicht spielen. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Wir müssen die vielleicht bald schon umlagern oder so, die Brachios, weil die sehr, sehr groß geworden sind für das Gehege. Aber darum wollen wir uns jetzt erstmal nicht kümmern, weil ich werde mich jetzt auf jeden Fall um den Bau des Jurassic Park Tores kümmern. Und wie ihr seht, ich bin nicht im Creative Modus, weil das habt ihr auch kritisiert, dass wir zu viel im Creative Mode sind. Ich werde jetzt erstmal ausprobieren, das Ganze ohne Creative Mode zu bauen. Ich hoffe, das wird nicht allzu lange dauern. Als Material dafür. Also ich kann euch erstmal ein kleines Bild einmal einblenden. So soll das Ganze ungefähr dann aussehen. Und als Material dafür würde ich natürlich gerne irgendwie, Gemälde habe ich auch schon, glatten Stein nehmen oder sowas. Also man könnte sowas hier nehmen, Grundstein oder glatten Stein. Allerdings haben wir da das Problem, zum Beispiel bei glatten Stein. Das würde sich ja schon anbieten für so ein Tor. So zumindest von dem Stein her würde das ziemlich identisch mit dem Original aussehen. Allerdings gibt es beim normalen Stein zum Beispiel keine Treppen. Die gibt es nur in diesen Ziegeln und auch dieser halben Stufen. Die gibt es zwar hier, Steinstufe, aber die sieht einfach optisch anders aus von der Farbgebung, wie das normale. Sieht man auch, hier ist ein bisschen dunkler, hier ist ein bisschen heller. Und deswegen werde ich das Ganze in diesen Steinziegeln bauen, weil ich da einfach Stufen habe, dann diese Treppen und ganz normale Blöcke. Und damit kann man einfach ein bisschen mehr variieren. Und ja, das werde ich auf jeden Fall tun. Jetzt werden wir uns erstmal ein bisschen Materialien herstellen. Ich habe hier schon mal ein bisschen glatten Stein besorgt. Ich glaube, wir müssen das jetzt brennen oder müssen wir uns das zusammenschustern? Ich weiß gar nicht, wie das jetzt läuft hier. Ich glaube, wir müssen das einfach hier reinpacken, ne? Genau, und dann kriegen wir nämlich hier schöne Ziegel raus. Die behalten wir erstmal so hier als normalen Stein. Warum nicht? Gucken, ob die Steine hier reichen werden. Was man bei Minecraft auf jeden Fall dazu sagen muss, ist, je größer man baut, desto mehr Details kann man einbauen, weil es einfach ein Kastensystem ist, logischerweise, ne? Je größer man baut, desto detailreicher wird so ein Gebäude. Das heißt, wir dürfen nicht zu klein bauen, aber wir dürfen auch nicht zu groß bauen, weil sonst wird das Ganze auch nicht aussehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir müssen jetzt schauen, wie weit gehen wir vor. Ich glaube, ich werde das Ganze hier an dieser Stelle bauen. Hier werde ich das bauen. Und, dann schauen wir mal. Also es wird auf jeden Fall über diese komplette Parkbreite gehen. Das kann ich euch jetzt schon... Also über Parkbreite, über die Wegbreite gehen. Das Tor. Und wahrscheinlich werden die Stützpfeiler dann hier kommen. Auf dieser Höhe. Und auf dieser. Und hier wird dann sowas wie ein Tor entstehen. Das werde ich euch dann zeigen, wenn es soweit ist. Ich habe natürlich jetzt hier nicht diesen Andesit hier bei, dass ich den mal eben hier reinpacken könnte. Aber lassen wir erstmal eine Lücke drin, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an zu bauen. Von der Höhe her... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist schon ziemlich hoch, ne? Ah. Lass mal schauen. Man muss halt auch gucken, dass das nicht zu mächtig wird. Aber ich sage euch eins, man darf halt auch nicht zu klein bauen, weil sonst können wir gar keine Details in das Tor reinbringen, weil ich will es halt so gut wie es geht versuchen, an das Original ranzubringen. Und das werden wir auf jeden Fall... mit den Mitteln, die uns gegeben sind, bestmöglich versuchen. Ich hoffe, ich... Das ist jetzt beides 10, ne? Oh, ich bin fast tot. Holy moly. Okay, wir müssen mal ganz kurz zum Haus gehen und das Essen holen. Ja, Leute, ihr seht ja, das ist schon das erste Problem, weil ich es einfach gewohnt bin, im Kreativmodus zu sein. Aber es ist auch schwierig, wenn man in solchen Höhen baut, das Ganze ohne kreativ zu machen, weil einfach das Ganze ein wenig nervig ist, sage ich mal. Wenn man immer... sich hochbauen muss, das dann wieder abbauen muss und sowas. Aber wir schauen erstmal, vielleicht wechseln wir gleich noch in den Kreativmodus, wenn mir das Ganze hier zu stressig wird. Wir gehen jetzt erstmal natürlich darauf ein, was wir hier als erstes bauen werden. Wir wollen natürlich auch irgendwie diese Optik erreichen mit diesen drei Fackeln rechts und drei Fackeln links.
Und dafür müssen wir natürlich hier eine gewisse Breite auch eingehen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir das hier am besten machen. Wir bauen mal erstmal hier noch eine zweite Reihe hoch. Frage ist halt jetzt nur, wie hoch. Du kannst halt auch nicht sehen. Und ich kriege jedes Mal Fallschaden, Leute. Das ist, ich gehe in den Kreativmodus. Seid mir da bitte nicht böse. Ich werde mir keine Items oder so cheaten. Aber einfach zum Bauen ist es jetzt angenehmer. Ich hoffe, das könnt ihr verstehen. Sonst würde ich jetzt die ganze Zeit mich hochbauen müssen, runterbauen. Weil einfach das Tor relativ groß werden wird. Wir müssen jetzt echt schauen von der Form her, wie wir das machen. Kommt das so schon hin von der Höhe? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber es ist wirklich wesentlich einfacher, wenn ich das im Kreativmodus mache. Es ist schon sehr, sehr groß. Ne? Es kann sein, dass wir es gleich noch ein bisschen kleiner machen. Das müssen wir dann, denke ich mal, gleich entscheiden. Ich mache mal noch einen hier höher. Weil das ist so die Hauptfläche, wo dann später diese drei Fackeln rankommen werden. Und wir müssen auf jeden Fall noch einen in die Breite gehen. Boah. Machen wir mal erstmal so. Boah, das könnte sogar hinkommen. Sieht schon eigentlich ganz gut aus. Ich hoffe, wir kommen mit unseren Materialien hin. Boah, ich kann es mir auf jeden Fall schon so ein bisschen vorstellen, muss ich sagen. Das ist nicht schlecht. Dann hier so rüberbauen. Mal ungefähr so. Also das wäre dann so der Grundriss vom Tor. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Jetzt müssen wir mal ganz kurz in den normalen Modus wieder gehen. Habe ich jetzt eigentlich Steine verbraucht gerade? Oh, das ist natürlich jetzt RIP, ne? Habe ich natürlich gar nicht, ne? Scheiße. Ja gut, ich meine, bei Steinen ist es jetzt nicht so schlimm, Leute, hoffe ich. Also ich finde es zumindest nicht schlimm, weil wir diesen Stein eh en masse produzieren könnten. Und ja, es geht einfach wesentlich schneller. Muss ich weniger rausschneiden, ist für euch zum Zuschauen besser. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Win-Win-Situation für uns alle. Müssen wir mal eben so Steintreppen machen. Oh, ich habe es natürlich falsch rum gemacht. Ich glaube, ich muss hier hin. Kann das sein? Nein, was habe ich jetzt geklickt? Oh nein, ich habe mich verklickt. Okay, ich bin wieder da. Perfekt. So, davon machen wir uns mal ein paar. Ich mache mal 12 erstmal. Den Rest kriegen wir wieder ins Inventar. Super. Genau, weil... Ja, ist jetzt doof, dass ich die Sachen nicht verbrauche, aber ich muss jetzt eigentlich wieder da hochfliegen. Ich wollte eigentlich alles ohne Kreativmodus bauen, aber man merkt halt direkt wieder, wie man einfach eingeschränkt wird. Und ich müsste mir halt wirklich die ganze Zeit so ein Gerüst aufbauen, abbauen und sowas, wo ich fürs Bauen hochlaufe. Und das ist einfach wirklich anstrengend. Ja. I like that. Also es sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. Müssen wir mal gucken. Oh, das wollte ich nicht. Ah, das wollte ich auch nicht. Ich glaube, die Höhe ist auch gut. Kommt schon relativ gut voran hier, würde ich sagen. Ah, das mit den Treppen, das ist echt eine Sache für sich. Ja, doch. Not bad, not bad. Sieht das aus? Sieht doch schon ganz gut aus, ne? Also hier oben wird das Ganze natürlich noch ein bisschen mehr abgerundet in diese Jurassic Park Torform. Aber mir geht es jetzt gerade erstmal darum, dass das hier möglichst gut aussieht so. Dass das nicht zu eckig aussieht und dass wir hier genug Platz nachher für die Fackeln haben. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht und ich glaube, jetzt gerade klappt das ganz gut. Ich versuche es natürlich jetzt hier auf der anderen Seite zu kopieren, wie ich es gemacht hatte. War das so? Ne, einen hier runter noch, ne? So, glaube ich. Dann so. Ach ne, der ist zu viel. Aber dann passt das wieder. Oh, das sieht sehr gut aus. Ich mache mal wieder eben Tag. Time set day. Ach, hat die Miri schon gemacht. Sehr gut. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Damit wir das Ganze noch so ein bisschen 3D-mäßiger aussehen lassen, können wir, glaube ich, hier unten noch so Treppen vormachen. Das wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Dann sieht das Ganze auf jeden Fall so ein bisschen mehr, ja, nicht so platt aus. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ich
glaube, ohne Creative Mode würde ich hier wirklich verzweifeln. Dann wäre ich noch lange nicht so weit. Und dann könnte ich auch nicht immer gucken vom Weiten, wie es aussieht. Das wäre immer total anstrengend. Aber es sieht doch schon ganz cool aus. Also ich bin schon recht zufrieden mit der Grundform. Aber wir werden gleich ein, wir brauchen gleich ein Material einmal für diese Fackeln als Halter. Weil ihr seht ja auf dem Bild, da sind auch die Fackeln auf so Haltern drauf. Ich glaube, so kleine Halter können wir nicht bauen, aber wir werden einfach sowas wie einen Zaun machen. Da müssen wir jetzt mal eben schauen, was es da für Zäune gibt. Die werden wir uns natürlich auch nicht ercheaten. Ich habe dafür auch schon ein paar Materialien vorbereitet. Weil ich habe mir so gedacht, wir könnten den hier vielleicht mal nehmen, den Elektrozaun. Der ist schön so dunkel und ich glaube, der könnte ganz cool aussehen. Und ihr seht schon, wir brauchen dafür einen weißen Zaun, eine Redstone-Fackel und Eisenbarren. Im Prinzip sind das alles Sachen, die wir haben, außer der weiße Zaun natürlich. Den können wir herstellen mit einem normalen Zaun und Knochenmehl. Und das werden wir jetzt mal tun. Das machen wir natürlich auch hier im Game Mode 0, damit wir hier uns nichts ercheaten an den Materialien. Also wir brauchen erstmal Knochenmehl, dann diesen Eichenholz war das, glaube ich, ne? Ja. Das brauchen wir. Eine Redstone-Fackel brauchen wir gleich auch. Das Tropenholz, das nehmen wir ja wahrscheinlich, bin mir noch nicht sicher, für das Tor, also das Holztor. Weil ich glaube, das könnte von der Farbe her gut hinkommen, aber ich bin mir da auch noch nicht ganz so sicher. So, wir machen mal... Ah, ich habe noch gar keine Zäune. Machen wir mal eben... Ah, ich habe dafür auch nicht die richtigen Materialien da. Machen wir uns mal ein paar Sticks. Kann man immer gebrauchen. Und jetzt müssten wir Eichenholzzäune machen können. Und dann gehen wir in das nächste. Wir müssen erstmal den weißen Zaun natürlich bauen. Den sollten wir jetzt bauen können. Davon brauchen wir jetzt ja auch rein theoretisch 10 Stück oder 12. Ich glaube, mit 10 kommen wir schon hin. So, da gibt es sicherlich auch eine elegantere Methode, das zu machen, als ich das hier jetzt gerade mache. Aber ist halt jetzt auch nicht so schlimm. Gut, weißen Zaun haben wir. Als nächstes kommt dann der Elektrozaun. Dafür brauchen wir Metallbarren. Die habe ich hier auch. Ich hoffe, die reichen. Ach, die habe ich schon aufgenommen. Und wir brauchen noch Redstone-Fackeln. Redstone-Fackeln gehen, glaube ich, so, ne? Jo, sehr gut. So, nehmen wir mal so auf. Ich glaube, so hätte ich gerade welche rausnehmen können. Nehmen auch mal hier 12 erstmal. Und dann machen wir mal den Zaun hier. Oh, 8 Stück kriegt man da raus. Oh, okay, dann habe ich natürlich mal übertrieben. Das ist natürlich jetzt doof gelaufen. Na gut, dann haben wir jetzt 16 Dingszäune und noch voll viel über an Material. Ist aber soweit nicht schlimm. Ich packe das erstmal wieder alles hier rein. Redstone habe ich noch vergessen. Und dann werden wir gleich mal gucken, wie wir die Fackeln platzieren. Ist halt echt blöd, dass im Creative Mode die Items nicht aus dem Inventar verschwinden. Deswegen werde ich jetzt versuchen, das mal eben ohne Creative zu machen. So, die unterste. Die zweite, die müsste dann irgendwie rechts versetzt sein. So vielleicht. Und die dritte müsste dann da oben drüber wieder sein. Oh, ich glaube, das wird zu hoch, Leute. Weil ich werde hier nachher noch so eine Rundung einbauen und sowas. Puh, ich glaube, das kommt nicht hin so. Probieren wir es nochmal neu. Okay, da kommen wir sogar an. Wie ist denn das, wenn wir die erste so machen? Wäre das schlimm? Ah, das geht eigentlich auch. Können wir nämlich ein tiefer gehen. Ich glaube, das ist nämlich besser für uns. Dann wäre das ungefähr so. Dann bräuchte ich nochmal Fackeln. Fackeln habe ich sogar. Und die Fackeln, die sind... Au! Habe ich mich jetzt erschreckt. Das war der Elektrozaun. Der hat mich geschockt. Okay, das wusste ich nicht, dass der Zaun sowas macht. Das ist vielleicht nicht so cool für das Tor dann. Aber von der Optik her gefällt der mir eigentlich ganz gut. Cool aus. Könnte das Ganze auch noch einen höher machen. Dann hätten wir das hier unten nicht so dran. Oder wir machen das hier vielleicht weg. Kann das doch auch so über Eck machen, oder nicht? Schauen wir mal, wie das aussieht. Kann man das nicht? Ich dachte, man kann das. Wenn ich jetzt... Kann ich nicht sogar tricksen, wenn ich jetzt hier einen mache. Dann so. Dann baue ich den ab. Okay, jetzt habe ich es ausgetrickst. Oh, das sieht mir sogar ganz cool aus, glaube ich, ne? Ich könnte auch hier nur so einen halben machen. Das würde auch gehen, aber... Aua! Okay, das ist wirklich... Ich denke da irgendwie nicht dran. So, wir essen nochmal schnell. Machen wir uns mal eben so einen halben Block hier. Steinziegeln. Schauen wir mal, wie das damit aussieht. So.
Okay, ich glaube, das mag ich. Müssen wir das natürlich auf der Seite auch machen. Ja, das gefällt mir. Das machen wir so. Machen wir hier auch einen halben Block hin. Auch hier werden wir nochmal eben die Zäune hier platzieren. Dass die so einen Schock machen, ist halt echt uncool, ne? Vielleicht muss ich die nochmal irgendwann austauschen gegen was anderes. Das wusste ich nicht. Das ist ja wirklich so eine. Jetzt komme ich da oben nicht mehr an. Okay, ich habe es geschafft. Dass es dafür wirklich so eine Schock-Animation gibt und dass das Schaden macht. Ach Mensch, jetzt komme ich da oben nicht richtig an. Jetzt richtig, ne? Jo, jetzt ist gleichmäßig. Ich fliege jetzt mal eben wieder, Leute, damit ich oben das vernünftig platzieren kann. Jetzt kriege ich auch keinen Schock mehr, oder? Nee. Okay, sehr gut. Dann dürfen die Besucher halt nicht an das Tor rangehen. Das ist tödlich, wenn man dagegen läuft. So. Okay, das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut, Leute, muss ich sagen. Damit bin ich sehr zufrieden. Kommt schon recht nah an das Original ran, glaube ich. So, jetzt haben wir hier wieder ein Problem. Blöder Game Mode. Ich habe hier direkt ein Loch reingemacht. Ich mache auch mal im Tier irgendwas unter. Sonst ist das hier besser. Weil wir die Landschaft nachher auch noch immer ein bisschen anpassen können. Das ist ja an sich kein Problem. Aber das sieht schon sehr, sehr cool aus, finde ich. Jetzt müssen wir nämlich da oben bei. Dafür brauchen wir halbe Blöcke, normale Blöcke und das hier. Und das mache ich auch definitiv im Fliegen, weil das wäre mir sonst viel zu anstrengend. Wobei ich eben noch die Scharniere platzieren will, glaube ich. Dafür muss ich nochmal aus dem Game Mode rausgehen. Darf ich nicht vergessen. Die Scharniere, auf welche Höhe sollen die denn kommen? Ich glaube, das macht sogar Sinn, das auf dieser Höhe zu machen. Da müssen wir mal gucken. Jetzt kann ich gerade nicht fliegen. 1, 2, 3, 4. Jo, das sieht gut aus von der Höhe. 1, 2, 3, 4. Okay, so ist das sogar auf der Fackelhöhe. Einmal hier auf der Fackelhöhe, einmal hier. Das ist eigentlich ganz cool. Das sind sozusagen jetzt die Scharniere für unser Tor später. Die baue ich nur schon mal ein, damit wir das gleich oben beachten können mit der Rundung, die ich erreichen möchte. Weil ich wollte gleich hier. Boah, wie mache ich das denn jetzt am besten? Ich glaube, ich mache mal hier hin. Das Tor wird noch einen höher kommen. Ja, das müsste dann hinkommen. Ich glaube, ihr könnt gerade nicht ganz nachvollziehen, was ich damit meine. Aber werdet ihr dann gleich sehen. So, jetzt haben wir nämlich schon mal so ein bisschen Rundung drin, wie ihr seht. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Ist die Frage. Ich glaube, wir müssen hier noch. Ich habe nämlich später vor. Wir müssen hier auch eine bisschen größere Fläche hinbekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist. Ich glaube, ich mache mal eben zumindest drei Felder, ne? Oder wie hatte ich das vorbereitet? Ich habe da nämlich noch was Besonderes für euch vorbereitet, Leute. Ich hoffe, das wird euch gefallen. Ich mache mal so. Dann sieht das Ganze nämlich schon ziemlich rund aus. Machen wir hier oben auch noch einen drauf. Oh, den könnte ich auch weglassen. Ich weiß nicht, ob das cooler aussieht. Jetzt ist die Frage, ne? How will I make it? Ich glaube, das ist noch zu klein. Wenn ich ehrlich bin. Wir müssen noch einen höher gehen. Weil sonst die Fläche nicht groß genug ist. Weil hier auf diese Fläche soll natürlich noch was Schönes hin. Was bei einem Jurassic Park Tor nicht fehlen darf. Und ich glaube, es könnte sonst zu klein sein. Hier mache ich auf jeden Fall auch nochmal. Das ist ja ein bisschen höher im Echten. Dann mache ich, glaube ich, nochmal so. Aber vielleicht ändern wir das später auch noch. Falls das nachher nicht cool aussieht. Aber bis jetzt gefällt mir das Tor schon wirklich sehr, sehr gut. Ist doch gut geworden bis jetzt, echt. Jetzt brauchen wir das Holz. Das holen wir uns nochmal eben. Beim Holz kann ich jetzt auch den Creative Mode anlassen. Holz ist jetzt auch nicht hier so schlimm, finde ich. Nur bei solchen Sachen wie Elektrozäunen. Ich weiß, ihr wünscht euch mehr, dass ich im, also nicht so viel in den Creative Modus gehe. Aber ihr seht ja einfach, es ist einfach teilweise umständlich, bestimmte Sachen zu machen. Nicht im Creative Mode. Weil ihr habt ja gesehen, wie oft ich da runtergefallen bin. Da muss ich ständig was essen, da muss ich mich hochbauen, da muss ich das wieder abbauen. Und das ist einfach sehr, sehr anstrengend. Und jetzt bauen wir das Tor nämlich.
Ich weiß nicht, ob es eine Funktion gibt. Das wäre natürlich ultra nice, wenn es eine Funktion geben würde, dass man sowas auf- und zuklappen könnte. Gibt es mit Sicherheit, aber damit kenne ich mich leider nicht so gut aus. Deswegen werde ich das jetzt einfach statisch so bauen, dass das Tor immer offen ist. Und ich glaube, die Holzfarbe, die ist ganz cool für so ein Jurassic-Tor. Ist aber auch Dschungel oder sowas. Welches Holz ist denn das? Kann man eben gucken. Tropenholz, ja, das passt natürlich schon vom Namen sehr, sehr gut zu Jurassic Park. So, das wäre jetzt die erste Seite. Schauen wir mal. Oh ja, das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Also, ihr seht jetzt sozusagen, ist das Tor aufgeklappt nach innen, ne? Ich glaube, viel länger darf ich das nicht machen, weil es ist jetzt schon unrealistisch von der Länge, wenn man mal schaut. Also, ich glaube, das ist schon zu lang. 4. So, 4 wäre zu lang. Weil eigentlich, also die Wegbreite ist ja 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke. Das heißt, das Ganze hier müsste eigentlich 2,5 Blöcke sein, aber ich mache einfach 3. Dann passt das soweit. Machen wir das auf der anderen Seite auch nochmal. Oh, ich kann mal eben, Leute, das kann ich mir auch mal eben holen, weil das haben wir sowieso noch zu Hause rumliegen, Andesit. Ich jetzt eben nach Hause laufe oder mir das da eben reinbaue, damit wir das fertig haben, ist auch nicht weiter schlimm. Ich weiß jetzt schon, dass ihr in den Kommentaren wieder meckern werdet. Aber dann ist das halt so. Ich bin halt faul. Das ist halt Fakt. So, dann bauen wir das Ganze hier auch nochmal hoch. Und dann sind wir schon fast fertig, Leute. Es ging jetzt echt ruckzuck. Aber ich habe hier auch schon vorher was ausprobiert und vorbereitet und einen ungefähren Plan gehabt, wie ich das Ganze bauen will. Und ich bin schon sehr zufrieden. Allerdings können wir hier oben noch, das sieht man ganz gut auf dem Bild, vielleicht nochmal so ein bisschen Kanten und Ecken reinbauen. Dafür gehen wir nochmal kurz aus dem Game Mode und bauen uns mal eben. Wie baut man das denn? Das sind auch Treppen, ne? Also im Prinzip brauche ich. Ah, ich brauche nur 4 Stück davon, das passt eigentlich. So, 4 Treppen und dann brauche ich noch halbe. 6 Stück sollten auch reichen, denke ich. Okay, und dann gehe ich noch einmal nach oben. Und dann machen wir hier nochmal diese Unterschiede damit rein. So, jetzt sieht das nämlich nochmal ein bisschen cooler aus, finde ich. Ah, hier hatten wir noch gar nicht so hoch gebaut, sehe ich gerade. Zack. Und damit ist das Tor schon so gut wie fertig, Leute. Und ich finde, für Minecraft ist es echt cool geworden. I like it. Aber die Krönung kommt natürlich noch. Der krönende Abschluss, was ich vorbereitet habe mit dem lieben Shin. Das ist ein Administrator auf unserem Discord. Und der hat mir dabei geholfen und hatte die Idee sozusagen. Und ja, ich habe das Ganze dann zwar selber umgesetzt, aber ohne seine Idee hätte das niemals geklappt. Und ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Ist wirklich cool. Macht das Ganze nochmal um einiges besser. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, was ich meine, aber ihr werdet gleich sehen, wie ich das Ganze mache. Wir brauchen nämlich jetzt Gemälde. 3 Stück. Dafür brauchen wir Wolle und Sticks. Okay. Und wir haben beides nicht mehr. RIP. Machen wir uns mal eben ein paar Sticks, weil wir brauchen 3 Gemälde gleich. Oder 3 oder. Ja, ich glaube 3 brauchen wir. So, Sticks haben wir. Wolle hatten wir auch noch hier. Und jetzt müssen wir Gemälde machen können, ne? Wahrscheinlich kommt da auch mehr raus. Und ich mache jetzt zu viele. Ne, da kommt wirklich nur eins raus. Ich glaube, wir brauchen 3 Stück. Das heißt, das sollte so passen. Und dann, ich fliege jetzt mal nicht hoch. Wir bauen jetzt mal hoch. Ganz legit. Dann seht ihr mal, wie anstrengend das wäre, wenn wir sowas bauen würden. Immer mit hochbauen. Weil wir müssen ständig hochbauen, runterspringen, was essen, uns healen, wieder hochbauen. Aber man könnte sich natürlich auch ein Gerüst und so bauen, dann würde das einfacher gehen. Ich bin ein bisschen zu nah dran. Wir machen es jetzt echt mal auf den Legit Way, den krönenden Abschluss. Nämlich, der wird sein. Oh Gott, wie mache ich das denn jetzt am besten? Ich glaube so. Das ist schon mal falsch. Oh nein. Okay, ich muss das Gebilde natürlich auch wieder einsammeln können. So, falls es das Falsche ist. Nicht runterfallen. Liebes Gemälde. Ah, das war falsch. Ihr seht schon, wie anstrengend das ist, ne? Wenn man nicht im Creative Mode ist. Das aber.
Okay, Leute, ihr seht schon, das ist wirklich, wirklich schlimm. Ich werde wieder in den Creative Mode gehen, seid mir nicht böse. Weil das zieht einfach nur das Ganze voll unnötig in die Länge. So, und auf die Sache mit dem Creative Mode gehen wir gleich auch nochmal ein bisschen ein, wie wir das Ganze handhaben werden. Und da habe ich das erste schon erhalten. Wartet mal, 1, 2, 3, 4, 5. Und spätestens jetzt solltet ihr, denke ich, erkennen, was es werden wird. Ah, das ist falsch. Oh ja. Falsch. Tada! Und damit haben wir unser Jurassic Park Logo an unserem Tor. Und ich finde, es ist echt cool geworden. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben oder ein Like da lassen, falls ihr es auch cool findet. Vielen, vielen Dank, Shin, nochmal für diese tolle Idee. Das macht das Tor nochmal bei Weitem besser. Also es ist jetzt wirklich ein richtig geiles Jurassic Park Tor. Und ich glaube, auch von den Größenproportionen geht's klar. Jetzt, glaube ich, nicht größer und nicht kleiner bauen sollen. Also ich bin da sehr zufrieden mit. Ist cool geworden. Und ja, schreibt's mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Und jetzt hole ich die liebe Miri dazu. Und dann zeigen wir euch, was sich alles so in unserem Park geändert hat. Und natürlich gehen wir dann auf eure Kommentare ein. So, Miri ist dabei. Und jetzt geht's hier weiter bei Minecraft. Und ja, wir haben die Kommentare gelesen, zumindest die meisten davon. Ich glaube, Miri hat sogar alle gelesen, ne? Ja. Ich habe die gerade so überflogen, habe leider nicht ganz alle geschafft. Aber wir haben uns die wichtigsten mal so rausgesucht, die am häufigsten gefragt wurden und sowas. Und auf die Kommentare gehen wir gleich auf jeden Fall ein. Du kannst ja einfach mal so ein paar vorlesen, die wir jetzt rausgesucht haben. Und dann beantworten wir die einfach mal gemeinsam, würde ich sagen. Bevor du das machst, wie findest du eigentlich unser Tor? Ja, ich finde es super. Das freut mich. Richtig, richtig schön. Ich konnte mal was Cooles bauen in Minecraft. Ich bin glücklich. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir das nachher mit dem Weg hier noch machen, ne? Oh, gucken wir dann. So, erst Kommentare oder wollen wir erst darauf eingehen, was sich in unserem Park geändert hat? Ich glaube, es ist besser, wenn wir erstmal zeigen, was sich geändert hat, oder? Ja. Okay. Fliegen oder nicht fliegen? Wir können ja schon mal damit anfangen. Und zwar haben wir eine neue Mod. Die, ja. DecoCraft. Genau, DecoCraft Mod. Die hatte ich eigentlich überall schon installiert, nur irgendwie nicht auf dem Server. Ist aber nie aufgefallen. Jetzt haben wir aber viele, viele weitere Deko-Sachen. Ich bin leider gerade nicht im Creative, ich kann gerade nicht gucken. Aber das finden wir dann noch heraus. Genau, wir haben auch schon zum Beispiel unsere Mülleimer ausgetauscht durch die neuen aus der DecoCraft Mod. Die Brachios, habe ich ja gerade schon vom Weiten gezeigt, dass wir hier ein Baby bekommen haben. Und selbst das Baby ist schon riesig. Ist das schon ausgewachsen, das Baby mittlerweile? Passt so aus, ne? Ich gehe auch mal kurz in Creative, dann sieht man das. Also was jetzt auf jeden Fall schon mal auffällt, das habt ihr auch in die Kommentare geschrieben, dass das Gehege zu klein ist. Und das finde ich persönlich, es geht sogar eigentlich noch. Also ich finde es gar nicht so schlimm, wie ich jetzt dachte. Also wenn ich jetzt so von oben gucke, natürlich ist es klein, aber es ist jetzt auch nicht mega zu klein. Aber wir müssen die wahrscheinlich eh noch umsiedeln, oder? Die Brachios? Woanders ja, hin? Wir hatten überlegt, da wir mittlerweile auch eine Triceratops-DNA haben, dass wir dann lieber hier in das Gehege die Triceratops reinpacken und die Brachios dann woanders. Da können wir direkt mal auf den ersten Kommentar von Frederik von der Recke eingehen. Ja, er hat geschrieben, dass wir mal so ein Riesengehege machen sollen, wo mehrere Dinos drin sind. Zum Beispiel die Brachios und noch andere Pflanzenfresser. Mhm. Das haben auch mehrere Leute geschrieben. Ich bin jetzt nur auf den Kommentar von Frederik eingegangen. Die Idee finden wir eigentlich ganz gut. Da könnten wir dann zum Beispiel auch die Brachios dann reinpacken. Allerdings, also ihr könnt euch dann vorstellen, wie groß dieses Gehege wird, wenn das hier schon groß ist, ne? Also das müsste dann wirklich... Das müsste über die ganze Fläche hier gehen. Einmal so quer rum. Wenn du wirklich für alle... Ja, eigentlich das, was wir jetzt schon am Park haben, das müsste das Gehege alleine sein. Ja, also das wäre echt krass. So Mischgehege finde ich eigentlich cool, aber ich würde jetzt nicht einfach alle Pflanzenfresser zusammen in eins packen. Das finde ich nicht so cool. Also man kann sicherlich mal ein großes machen, dass man zum Beispiel Brachios mit... Oh, zum Beispiel die Gallimimusse kann man da gut mit reinpacken oder... irgendwelche Paras oder so, weißt du? Sowas kann man ja gerne mal mixen. Aber ansonsten würde ich gucken, dass man auch so ein bisschen getrennte Gehege macht. Finde ich auch besser für die Besucher zum Erkunden. Genau, der Frederik hatte nämlich auch geschrieben,
dass wir vielleicht Aussichtstürme für die Gehege machen könnten. Mhm. Finde ich an sich auch nicht schlecht, dass man ja zum Beispiel von hier oben dann irgendwie gucken könnte. Man kann ja auch mit Aufzügen arbeiten, aber ja, dem würde ich mich dann wahrscheinlich auch erst später widmen. Ja, definitiv. Also. Okay, so, und dann kommen wir hier schon zu der Parkmülltonne. Parkmülltonne. Zu der neuen Mülltonne hier. Das ist so eine richtig coole. Die ist von DecoCraft, glaube ich, ne? Ja. Öffentlicher Mülleimer, genau. Passt auf jeden Fall viel, viel besser. Und ihr seht schon im Hintergrund, das ist hier die erste Sache, die sich geändert hat. Ich habe hier noch ein paar mehr Bäume gebaut, ein paar mehr Blumen. Und hier hinten ist noch so ein kleiner, ja, Steinweg. Genau, so ein Mitarbeiterweg entstanden sozusagen. Wo der hinführt, weiß noch keiner, aber da können wir uns ja noch was einfallen lassen. Ja, der ist erstmal so aus Optikgründen. Da fällt mir gerade noch ein, was noch fehlt. Wir brauchen noch einen Eingang in das Brachiogehege, ne, irgendwann. Aber egal. Ja. Machen wir später. Bisher fliegen wir immer rüber, ne? Ja, das ist ja Cheat-Mode. So, hier diese kleine Ecke ist, glaube ich, auch dazu gekommen. Hier ist so ein kleines Liopleurodon-Skelett, so als Deko-Objekt. Finde ich eigentlich ganz cool so. Sieht nice aus. Hier ist nochmal ein Baum, ein paar Blümchen. Und dann geht's hier in unser Nautilus-Becken. Ja, der P-SCH96 so. Er hat auch geschrieben, dass wir vielleicht mal mit ein bisschen mehr Wald arbeiten könnten, weil schließlich die Jurassic Park oder World in Dschungeln spielen. Mhm. Und ich finde die Idee auch gut. Aber ich würde mich der Deko innerhalb des Parks, also was die Bäume und so angeht, erst viel, viel später widmen, weil wir bauen ja jetzt noch viele Gehege und viele Wege. Und wir müssten dann jedes Mal die Bäume wieder abreißen und so. Und deswegen würde das tatsächlich, glaube ich, erst ganz zum Schluss kommen. So um den Park herum, weißt du? Ja, sehe ich genauso. Das würde ich jedenfalls sagen. Ach so, was wir noch eben kurz erwähnen können. Ihr seht schon, wie viele Eier diese Nautilusse legen. Also, dass ich die letztes Mal im Creative platziert habe, war, glaube ich, gar nicht schlimm, weil wir hätten sowieso unendlich viele Eier nach einer bestimmten Zeit. Burgerfresse fragt, ob wir hier das Becken nicht so machen könnten, dass man da reingucken kann, als ob es ein Aquarium wäre. Dieses Vorhaben, was du sagst, haben wir sowieso schon vor, seit wir dieses Projekt angefangen haben. Mhm. Dass wir sozusagen eine Unterwasserwelt machen, wo man auch reinlaufen kann, ja? Aber das wollen wir nicht mit so kleinen Tintenfischen, wie ihr die jetzt alle bezeichnet. Nein, die hießen irgendwie anders. Irgendwas mit Füßler oder so. Ganz viele haben Tintenfische geschrieben. Ehrlich? Ja. Das sind irgendwas mit Kopfsteinfüßler oder irgendwas. Glaube ich zumindest. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht mehr. Ach nee, das war ein Kommentar davor. Damit meinte er irgendwas anderes. Okay, ich bin verwirrt. Wir wollen auf jeden Fall sowas nicht für Nautilus machen, sondern schon damit dicken, großen, zum Beispiel Megalodo oder wie der Megalosaurus. Heißt. Oder, ich weiß nicht, wie der heißt. Wie heißt Megalodon? Megalodon, ne? Ja. Ach, Megalodon. Ja, Megalodon, glaube ich. Ich bin auch gerade verwirrt. Das ist durcheinander gebracht. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Das würde wahrscheinlich sogar bald schon mal kommen. Aber viele wünschen sich, dass wir ein T-Rex-Gehege als nächstes machen. Das finde ich auch cool. Und ich denke, das wird auch das nächste Vorhaben sein, was wir machen. Mhm. Da wird auch nicht viel im Creative gearbeitet, weil ein T-Rex ist ein Fleischfresser und der ist gefährlich. Und mit dieser Gefahr müssen wir leben, Miri, ne? Der Hundefreund hat auch noch geschrieben, dass wir Unterwasserwelten seit dem Aquatic-Update gut dekorieren könnten. Zum Beispiel mit Korallen oder Seetang. Das habe ich vorhin schon nachgeguckt. Genau, Seetang. So sieht das aus hier. Sehr coole Idee. Also richtig cool. An sich eine coole Idee. Nur, ich bezweifle, dass wir dieses Aquatic-Update haben, weil wir spielen noch auf der 1.12er-Version. Mittlerweile ist Minecraft bei 1.14.3, glaube ich, angekommen. Das Einzige, was wir hier zur Verfügung haben, ist Seetang. Die anderen Sachen haben wir leider gar nicht, lieber Elias. Ne, und so Seerosen, aber die sind standardmäßig. Genau. Müssen wir mal schauen, ob wir hier vielleicht noch irgendwas auf dem Boden platzieren können oder so. Vittage, tut mir leid, ich kann es nicht aussprechen, sagt, dass er es gut findet, dass wir so viel im Creative arbeiten, weil wir dann schneller fertig sind und es für alle angenehmer ist. Ich glaube, das hat man vorhin ganz gut beim Torbau gesehen, am Anfang der Folge, wie anstrengend das einfach ist, sowas, was ein bisschen höher ist und so, nicht im Creative zu bauen. Man fällt ständig runter, muss ständig essen, weil man so viel Leben verliert. Man muss sich wieder hochbauen, man muss sich runterbauen. Also ihr habt das gesehen, das würde einfach, ich könnte dann aus so einem Torbau, glaube ich, 3 Videos schneiden, wenn ich alles ohne Creative bauen würde.
Also wollt ihr das wirklich, dass sich alles so mega in die Länge zieht? So, ich finde es so eigentlich besser, muss ich sagen, persönlich. Also eigentlich wollte ich auf den Vorschlag eingehen, dass wir ein paar Sachen aus JWE übernehmen, zum Beispiel die Besuchergalerie, Rangerstationen und sowas. Ach, die Gebäude von JWE. Genau. Ja, das finde ich cool. Wir müssten eigentlich dann auch noch so dieses Innovationszentrum und sowas bauen. Das ist ja so das Hauptgebäude von JWE. Richtig schön hier, diese Blumenkübel, die du gemacht hast. I like them. Sind zwar ein bisschen pixelig, aber das geht noch voll klar. Tada. Wieso geht die Tür nicht? Ach doch. Du kannst ein bisschen Erkundungstour machen hier, während ja, mach ich mal. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier drin schon gezeigt hatte mit der Einrichtung. Im Video. Oh, jetzt hat sich aber noch einiges geändert. Creeper-Cola, wie cool. Kann man da auch was machen? Ich glaube nicht. Kuchen. Schöne Sitzecke. Und natürlich hier draußen die Terrasse, die ist komplett neu dazugekommen. Leute, ich fliege mal kurz hoch. Wollen wir mal kurz Tag machen. Time. Genau, danke. So, hier ist nochmal so eine schöne Terrasse über dem Wasser hinzugekommen. Das hat Miri wirklich sehr, sehr nice gemacht. I like it. Das ist jetzt eine Bar oder was ist das hier? Das ist eine Bar, ne? Ein Café. Ein Café, genau. Stimmt, da steht ja auch Kuchen und sowas. Macht Sinn. Guck mal, sogar eine Uhr. Hier ist auch eine Kasse dazugekommen. Ja, ist alles von DecoCraft wahrscheinlich, ne? Mhm. Nice, nice, nice. I like it. Sehr, sehr cool aus. Und jetzt können wir auf die unsterbliche Debatte eingehen. Dann die Miri. Macht ruhig Creative Mode, ist alles supi. Dann die Miri, ihr spielt zu viel im Creative Mode. Dann die Miri, könnt ihr euch mal entscheiden. Diese ewige Debatte darum, ja. Wir haben ja eigentlich gesagt, einfache Sachen wie Holz und Stein, die wir uns erfahren könnten, wo man einfach und leicht drankommt, ercheaten wir uns. Einfach, weil dieses Farm von Stein und Holz für uns als Arbeitnehmer, ja, wir haben einfach nicht so viel Zeit, um 10 Stunden an Stein und Holz zu farmen. Genauso wie Sand und sowas, ja, alle leichten Sachen, an die man drankommt. So, der liebe Zelda-Fanboy sagt jetzt, wir sollen es genau andersrum machen. Wir sollen uns jetzt Sachen aus dem Creative holen, die schwer zu erreichen sind, und die leichten sollen wir erfahren. Also die Logik dahinter, also er hat mit Sicherheit eine, ich verstehe die nicht so ganz, weil ich finde gerade so schwer erreichbare Sachen wie Quarz oder Licht, ja, also hier die, wie nennt man das nochmal? Dieses Powder auf jeden Fall, Pulver. Ihr wisst, was ich meine. Einfach so Sachen, die man schwer zu ercraften hat. Zum Beispiel hier diesen Magiertisch, ja? Ja. Den würde ich mir zum Beispiel niemals ercraften, also ercheaten, sage ich mal, sondern nur wirklich Sachen dafür farmen. Ja, ich sehe es genauso. Ich finde, das ist schon ein bisschen komplexer als andere, sagen wir, als eine Treppenstufe zum Beispiel, sich zu ercraften. Und da steckt ja dann auch irgendwo die Herausforderung hinter. Aber Daniel hat ja auch vorhin auch gesagt, mit dem Fliegen zum Beispiel, das erleichtert uns das ungemein, weil wir müssen uns ja jedes Mal hochbauen, wieder runterbauen, dann fliegst du runter, dann musst du essen, farmen gehen. Und dann würden die ganzen Videos theoretisch nur daraus bestehen, wie wir uns Sachen schlachten, braten und herstellen. Und das würde dann rein gar nichts mehr. Also der Park, der wäre dann vielleicht 2021 irgendwann fertig. Und ich glaube nicht, dass das weder in eurem Interesse ist, noch in unserem. Ja, sehe ich genauso. Also ihr habt es ja echt gerade gesehen beim Torbau. Also ich habe mir eigentlich fest vorgenommen. Ich habe zu Miri gesagt, ich werde jetzt das Tor eben bauen. Und ich werde das alles versuchen, im Überlebensmodus zu machen, aber ich habe so schnell aufgegeben, das im Überlebensmodus zu machen, weil es einfach viel, viel länger dauert. Also ich müsste dann einfach 3 Stunden länger aufnehmen und ständig irgendwo Cuts setzen, damit das für euch nicht allzu anstrengend ist. Und mit Cuts ist es im Endeffekt auch anstrengender für euch zu schauen, als wenn es alles so am Stück gebaut wird, weil ja, es einfach schöner ist, ne? Weil man dann besser sich mit euch unterhalten kann und so weiter und so fort. Also ich kann zum Beispiel die Leute verstehen, die sagen, dieses Mischmasch ist scheiße, ne? Also warum spielt ihr nicht entweder oder? Das kann ich irgendwie noch nachvollziehen. Wir könnten theoretisch auch alles im Creative machen. Aber wie gesagt, da würde ja irgendwo schon die Herausforderung fehlen, ne? Dann könnten wir euch wirklich die ganze Zeit nur
ja, zeigen, wie wir den Park bauen, und das könnten wir dann auch in einem Video machen. Also, dann klatschen wir euch da eine Timelapse hin, also in schnell, und dann hat sich die Sache. Wir haben halt nicht die Zeit, hier 10 Stunden am Tag zu farmen und so, deswegen ermogeln wir uns hier halt ein paar Sachen. Aber ich finde es auch nicht so schlimm, also wirklich nicht. Aber ich will halt schon noch ein bisschen die Herausforderung bei bestimmten Sachen haben, deswegen gehen wir auch ganz gerne mal in den Nether, besorgen uns ein bisschen was so, einfach weil wir dann ein bisschen Action und sowas haben. Aber ich glaube auch, dass wenn wir Fleischfresser im Park haben, dass die Action auch nochmal um einige steigt. Weil wenn du da mal im Gehege stirbst oder so und dann das Zeug zurückholen musst und der Fleischfresser da drin ist und das bewacht, ich glaube, das könnte ganz schön kritisch werden. Aber ich glaube, ansonsten gibt es gar nicht mehr so viel zu erkunden, oder? Nee, das hier sind die Toiletten, die ich gerade provisorisch gebaut habe. Sieht aber schon sehr gut aus. Hast du denn noch Kommentare, die wir beantworten müssen? Nee. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese heutige Minecraft-Folge. Und ihr wisst genau, wer heute wieder das letzte Wort hat. Falls euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und die Miri hat wie immer das letzte Wort. Ja. Ihr könnt uns gerne immer wieder Vorschläge in die Kommentare schreiben. Also ich lese mir alles durch.